Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blaus Verben Challenge. Im letzten Part waren wir weiterhin in der Ruine unterwegs und haben leider eine VM verpasst. Ja, wie soll ich sagen? Wir hätten ja nicht Traumvogel gehabt, um eine VM einzusacken, die in der Wand versteckt war. Aber leider musste sich das ja entscheiden, erst mit einer Grubenfalle zu fallen. Dementsprechend für uns jetzt unerreichbar. Leider Gottes. Und jetzt sind wir auf U61. Das heißt, jetzt muss ich rechnen. 38 Enen haben noch übrig und jetzt sind meine Röntgenaugen verschmutzt. Wie geil ist das denn? Toll, die kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Noch nö. Ich kann die von denen auch nicht mehr abnehmen, ne? Das muss ich nochmal ganz kurz überprüfen. Ne. Man kann sie anfassen, wenn es klebrig ist. Das funktioniert nicht. Meine Röntgenaugen sind damit kaputt. Ich kann kein tragfähiges Item haben. Ganz toll. Das ist noch viel besser. Lasst mich bitte in Ruhe. Die greifen sich selber an. So, weg mit uns. U62, super. Ich brauche jetzt dementsprechend erstmal ein Item. Was das Ganze wieder... Flammenwurf, nice. Wisst ihr was, das könnte ich mir sogar nochmal beibringen, damit ich nochmal 2 P mehr habe. Das ist, glaube ich, so gar nicht mehr so schlecht. Ja, ich bin der Einzige, der es lernen kann. Ich mache das einfach, komm. Ich glaube sogar, dass ich das zweimal lernen könnte, theoretisch. Könnte ich sogar. Aber es macht ja keinen Sinn. Brauche ich nur einmal, ich brauche ein bisschen mehr Coverage. So, 2 AP gespart, sehr schön. Dafür lohnt sich doch Flammenwurf nochmal zu benutzen. Ja, besser als das liegen zu lassen. Deswegen machen wir es lieber so. Und wir laufen hier deswegen als Diätband. Wir laufen deswegen ja als Flugball hier rum, um ein bisschen Magen zu sparen. Ich habe schon wieder nur 31. Alter Schwede, das geht so schnell runter. Okay. Was ist das denn für eine Idee? Wieso trägt man sowas? Trägt es der Anführer des Teams, wird sein Magen schneller leer. Warum? Warum braucht man das? Hä? Und Orion ist hinter uns. Und ich kann schon wieder nicht schräg laufen. Doch, kann ich. So. Kommt das jetzt uns hinterher oder wie sieht das aus? Anscheinend irgendwie doch nicht. Na gut. War es noch ein Diätwin, was hier noch auf der Ebene war oder so? Keine Ahnung. Egal, Hauptsache wir haben die Treppe gefunden. Das will ich sehen. So muss das laufen. So. Gibt es da unten vielleicht einen Orb, der mir helfen kann mit den Röntgenaugen? Flea-Orb. Den nehme ich trotzdem mal mit. Das ist der erste, den wir hier gefunden haben bisher. Da kann der PV-Orb auch weg, glaube ich. Das sind noch einige Orbs, die wir wegnehmen können. Belebersamen. Kustosamen braucht keine Sau. Noch ein Orb. Nein. Ach so, okay, es ist so ein Schlafdings gewesen. Ach Mensch, noch eins. Ja gut, falls man zweimal fliegen möchte. So, du bist auch hier, das ist auch ganz, ganz toll. Ich habe ja noch fast Max AP, das ist auch super so. So, wie kaputt. Geht doch. Hauptsache, es ist jetzt kein Sandsturm ein, das ist ein bisschen nervig dann. Kennen wir ja auch schon aus dem letzten Part. Nein, ich hasse die fallen immer mehr, ne? Kann das sein, dass es immer mehr fallen werden? Schlimm, schlimm. Na gut, aber war jetzt nicht so wild. U64 und noch ein neues Band ist das. Aquarella-Brille, okay. Nice, One-Hit, soll ich das sehen hier? Mobilschal! Nein, das gibt's doch gar nicht! Das ist nicht euer Ernst, dass wir den jetzt finden. Auf U64. Kurze Info, Leute. Das wäre die andere Möglichkeit gewesen. Ein Item zum Tragen, das dem Pokémon ermöglicht, durch Wände zu gehen, durch sie anzugreifen, über Lava zu laufen und ähnliches. Auch wenn der Magen dann schneller gefüllt werden muss. Aber das ist genau dasselbe wie das eine Eigenschaft, die Geist-Pokémon eh haben. Hätten wir die 5 Ebenen vorher gehabt, könnten wir damit auch die VM einsacken. Mit diesem Item. Das nehme ich jetzt erstmal mit. Oh, das ist ärgerlich. Euer Ernst jetzt? Der Dungeon mag mich nicht, glaube ich. Finde ich gemein. Stirb. Gleich doppelter Durchbruch. So. Das nehme ich auch mal mit. Nee, kann ich gar nicht. So, Stock und Eis. Ich brauche ein paar mehr Wurf-Items, aber trotzdem. Ich nehme das Tinkbein auch noch raus, ne? Jo, weg damit. Nein. Nein, nicht der Belebersamen. So, ich muss mal ganz kurz hier rüber. Och, Mann, oh. Jetzt verklebt langsam alles hier. Das ist total bescheuert. Vor allem ein Belebersamen. Können wir nicht mehr benutzen. Sag mal, hallo. Das sind jetzt 3 Fallen. Kann das sein? Und vor allem sind das natürlich jetzt die Items... Oh, komm mit, Jungs. Komm mit. Warum musst du dir jetzt nochmal Sandsturm einsetzen? Noch eine TM. Dann, oh nein. Was haben wir hier? Brüller. Ja, der Brüller, witzig. So, lass mich hier bitte weg. Lass mich hier durch. Natürlich musst du angreifen. Wetter ist wieder klar, auch schön. Ach so, ich habe den Rest deaktiviert. Ja, das macht auch Sinn. Machen wir wieder Donnerstark. Wobei, Rihorn gibt es wahrscheinlich auch noch auf der Ebene, oder? Ja, Rihorn gibt es immer noch. Nein. Deswegen macht die Elektroattacken auch keinen Sinn mehr. Es ist so blöd. Es ist so blöd. So, mach's bitte kaputt jetzt. Das überlebt das noch. Fuchtler, nicht nice. Zweimal getroffen auch noch vom Fuchtler. Besiegt das jetzt endlich.
Sonst komm her. Nein! Der bekämpft das noch oder kommt er jetzt? 5 Schaden. Du kriegst jetzt eine Singlebeere, oder? Nee, das kann ich dir jetzt noch nicht geben. Och Mann. So, Elikel, komm jetzt mal bitte her. Du sollst doch nicht kämpfen. Ach, Moment. So, weg von hier. Den Rest mache ich jetzt. Das sind von ihnen auch 2 Stück. Nein! So, komm her. Reicht mir jetzt auch. Geh kaputt, bitte. Beide. So, ist mir auch egal. Ah, das ist nervig. Ich muss hier dringend weiter. So. Ihr müsst leider so bleiben, wie ihr seid. Ja, es passt schon. Sollen jetzt nicht noch ein Monster... Nein, bleib hier! Scheiße, ich habe das vergessen umzustellen. Ah, fuck, was mache ich denn da? Ist da ein Pokémon zufällig? Anscheinend nicht. So, komm zurück, mein Freund. Lass mich raten, das ist eine Sackgasse. Das ist sowas von, oder? Nein. Das ist keine Sackgasse. Das ist sogar die Treppe, sehr gut. Ich krieg so langsam echt Schiss hier. Das wird immer schlimmer. Und das ist ein Apfel, Leute. Da ist ein Apfel. Nehme ich sofort mit. So. Geh kaputt. So, will ich den jetzt schon essen? Ja, komm. Besser als nichts. Den nehme ich mit. So. Lass mich doch bitte mal hier durch. So, aber wir kommen ganz gut voran. Haben schon einige Ebenen geschafft. Ich will mal gern wissen, wann wir hier endlich durchkommen würden, theoretisch. So vom zeitlichen Aspekt her. Ich bin da sehr gespannt. Ich hoffe, wir schaffen es überhaupt hier durch, wenn wir schon so weit gekommen sind bisher. Ah, Bock, jetzt kommen die richtig harten Geschütze. Ich strecke natürlich zurück. Dann werde ich es mal ganz kurz praktisch machen. So, Capco, du bleibst bitte mal kurz stehen. Warte hier, genau. Ich gehe mal ganz kurz nach links oben. Der greift natürlich an. War ja irgendwie klar. Super. Rion gibt es wahrscheinlich immer noch. Ja, die sind noch da. Ganz geil. Super, das Ding kann natürlich über die Ecke angreifen. Musste ja sein. So, Moment. Das muss ich wieder umstellen. So, wir sind wieder ein Team. Ich muss wieder dahin. Jetzt kommt natürlich auch auf uns zu. So, Moment. Du bist jetzt hoffentlich gleich mal tot. Wieso treffe ich bei solchen Momenten nicht? Wir sind gerade sehr, sehr stark angeschlagen. Aber er trifft dann auch nicht. Ich treffe schon wieder nicht. Sag mal, wo... Was ist denn hier los, bitte? Jetzt kann natürlich keiner mehr was einsetzen. Super. Geh kaputt, Mann. Das könnte gar nicht besser laufen. Jetzt so langsam kommen die richtigen Problems. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber die... Wie einfach gar keiner mehr trifft. Es trifft wirklich gar keiner mehr. Nichts trifft. Es trifft nichts. Nervig. So, muss ich normal angreifen, sonst komme ich hier nicht durch. Oh, selbst normaler Angriff. Meine Güte. So, lass mich jetzt bitte ganz normal durch. Dieser Sandsturm, der macht das natürlich alles besser. Es ist anstrengend, Leute. Es ist anstrengend. Lass mich hier durch. 67. Damit haben wir 2 Drittel des Ganzen geschafft. Rein rechnerisch. Das Blöde könnte keine Elektro-Attacke einsetzen. Mann! Ich wusste nicht, dass es hier Rihorn gibt. Ja, die sind natürlich da. Wir müssen schnell hier durch, Leute. Bis wir bei den Ebenen sind, wo keine Rihorn mehr da sind. Wie viel Magen habe ich noch? 51. Okay. Äpfel sind halt sehr wichtig, Leute. Äpfel sind wichtig. Ja! Nehme ich mit sofort. So, ich weiß, was nehme ich dafür raus? Ich könnte auch noch einen Heilsamen noch verschwenden. Ich habe aber noch einen Apfel. Den kann ich ja jetzt noch essen. Ich bin bei 49 Magen. Wisst ihr was, den esse ich jetzt. So, besser als nichts. Bin ich wieder fast voll. Belebersamen nehmen wir mit. Ist quasi ja auch ein Apfel, wenn man so möchte. Wenn wir halt so sterben, eben durch den Belebersamen. Dann, also nicht durch den Belebersamen, dass wir dadurch sterben, sondern dass wir dadurch wieder voll geheilt werden und wir einen vollen Magen haben auch. Wir müssen nämlich auch wieder aufs Maximum gehen, glaube ich zumindest. Glaube ich. Na gut. Hier 4 Erfahrungspunkte. Was ist da oben? Geld. Ja gut. Nehme ich schon mit. Ist ja nicht wenig. 14.000 mittlerweile sind schon fast 2 Partnerareale. Und das sind noch 2 Drittel des Dungeons. Da kommt noch ein bisschen mehr von uns zu vielleicht. Georgbrook ist auch gut. Die darf ich nicht vergessen, dass ich meine Wurfholdums noch habe. Das wäre ein cooler Geheimgang. Das war ja nice. So, bitteschön. Och Gott, nö. Ihr wollt mich doch alle veräppeln. Wieso kommt denn alle gleichzeitig? Triffst nicht. Was? Expediamas, ne? Super. Super Idee.
Wisst ihr, wenn ich jetzt meine Röntgenaugen aktiv hätte, ne, hätte ich das ja auch gesehen, dass sowas auf mich zukommt. So, ich bin nur froh, dass das Pupita mich da oben nicht angreifen kann. Das überlebt viel zu viel. Viel zu viel. Hallo, könnt ihr mich bitte aufhören anzubrüllen? Das ist nicht so nett. So, kaputt. Sehr schön. Ah, wo muss ich lang? Vermutlich hier lang. Wo kommen die ganzen Argbox plötzlich her? Geht weg. Ich will euch nicht haben. Oh. So, ah. Ich sage dazu nichts mehr, ne? Das ist unfassbar. Wie selten hier getroffen wird. Okay, das ist mir zu hart hier. Ich muss mal ganz kurz zurück. Wenn ich jetzt nicht treffe... Und vor allen Dingen habe ich... Ich glaube, ich muss doch einen Heilsam essen. Weil das Gift muss ich wegkriegen. So, weg damit. Sehr schön. Gerade keine Rihorn aktiv. Das ist gut. Oh. Zugabe. Nein, bitte lass das in Ruhe. Lass das sein. So, ich helfe dir auch. So gut ich kann. Partibus nimmt keinen Schaden. Zauberblatt, super. So, bitte. Ah, ich treffe mal. Greif an. Sehr schön. So, lasst mich jetzt hier durch. Wobei, ich muss mich erstmal heilen. Auch wenn es Magen kostet. Das wird erstmal reichen, glaube ich. Das ist okay. 68. Und das ist immer gut. Und aus... Ich hasse es! Wie oft ist mir das schon passiert, dass ich kurz vor der Treppe auf eine Falle trete? So, pass mal auf. Und darauf habe ich keine Lust. Aus diesem Grund mache ich Folgendes. Capco, du bist zum Anführer. So. Ja, tritt du auch nochmal drauf. Ich habe keinen Bock jetzt zu kämpfen da unten. Du hörst natürlich trotzdem an. Okay, pass mal auf. Dann nehme ich jetzt noch kurz die Bäre da unten mit. Besser als nichts. Dann gehe ich mal ganz kurz hier durch. So. U69. Power of 69. Und das ist natürlich wieder die Treppe. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wenn ich mal wieder ein bisschen Glück haben. So, du bist wieder zum Anführer, bitte. So. Und wir gehen hier ganz normal weiter. Sehr schön, Leute. Noch 29 Ebenen und wir sind durch. Noch 29 Ebenen. Und guck mal. Dafür haben wir den Mobilschall. Wobei, ah nee, stimmt, wir brauchen einen Schlüssel hier. Ich habe nichts gesagt. Das ist halt U70. Hier braucht mir einen Schlüssel. Es trifft schon wieder niemand. Ah. Und du brauchst einen Top-Elixier hier ganz dringend. Du eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin. So. Durchbruch. Vielleicht trifft der ja mal. Tatsache. Meine Güte nochmal. Das gibt's doch nicht. Und wieder A-Box. Moment, dafür habe ich den Flammenwurf. Ja, Flammenwurf ist schon leider nötig. Und es brennt. Das ist doch super. So. Dafür habe ich einen Gyro-Bock. Den muss ich auch effektiver nutzen. Natürlich wieder befreit vom Brand. Oh, was haben wir hier Schönes? Treppenorb. Das ist gut. Das ist gut. Einmal kurz anzeigen. Da rechts ist die Treppe. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Aber die ist leider sehr, sehr weit weg. Könnt ihr mal bitte mit den A-Box aufhören? Seitdem die da sind, kommt die immer. Und die werden noch nicht getroffen. So, und damit ist Pikachu leer. Komplett leer. Gut, hat die Donnerwelle noch ein paar Mal, aber das wird auch nicht helfen. Und ich habe keinen Top-Elixier mehr. Dann musst du wohl sterben, Pikachu. Tut mir leid, aber anders geht das nicht. Ich muss dich irgendwo hinschicken, dich besiegen lassen. Der erste Belebersamen, den ich jetzt bewusst wegnehmen muss. Ich habe eigentlich 5, beziehungsweise 4, die aktiv sind. Einer, der leider verklebt ist. So, ich muss mal ganz kurz dann wieder umtauschen in Capco. Zum Anführer. So, dann habe ich auch ein sinnvolles Item, was funktioniert. Ich habe 61 Magen sogar. Das darf ich gar nicht mal verschwenden, wenn ich das schon so habe. Ich gehe jetzt hier einfach mal durch und guck mal. Ach, geil. Was wird das denn für ein Weg sein zum Treppenmob? Vor allen Dingen, den sehe ich jetzt nicht mehr. Die Treppe ist doch rechts gewesen, ne? Wieso sehe ich das jetzt nicht mehr? Das ist anführerabhängig anscheinend. Na gut, aber ich weiß... Ich habe gar keine AP mehr übrigens. Scheiße. AP fallen. Geil. Beste Idee ever. So, jetzt muss ich mich hier mit durchkämpfen. Na super, dann mache ich das eben so. Das macht auch nicht wenig Schaden, wenn ich mir ehrlich bin. Das sind ja auch quasi AP-Ersatzmöglichkeiten. Die fixiere ich mal ganz kurz. Solange ich noch kann. Greif an. Reicht sogar fast zum Turret, aber... Moment, da kann ich sogar ein Dings einsetzen hier, einen Stock. So, ich versuche noch ein bisschen... Das macht sogar gleich viel Schaden, interessant. Was haben wir hier? Inklusivsamen, Essig. Wobei, es müsste Knuppe eigentlich essen, das ist sinnvoller gewesen. Ich müsste mich eigentlich besiegen lassen, das ist mir klar. Damit ich jetzt wieder besser agieren kann mit meiner AP, ich treffe schon wieder nicht. Oh Mann! Hallo, treffen, bitte. Gibt's doch gar nicht. Mit dem gibt es dafür echt viel EP. Flugkiefer. Ach du Schande.
Hält auch, glaube ich, ein bisschen mehr aus. Na, geht so. Na, passt. Das passt. Uiuiuiui. Meine Güte. Oh, sehr schön. Ein bisschen AP auffüllen. Kugelsaat, das kann eh keiner lernen. Dann gehen wir weiter. Wir brauchen nicht mehr viele Leute. Wir haben es bald geschafft. Da ist ein Top-Elixier. Stille Orb. Okay, dann muss ich mich doch nicht umbringen. Muss ich doch nicht. Aber die Sache ist die, anscheinend gibt es keine Rihorn mehr. Kann das sein? Die gibt's doch noch. Die gibt's leider doch noch. Ah, schade. Die gibt es noch. Na gut, mache ich das mal so. Das macht echt immer mehr Schaden. Kann das sein? Das ist interessant. So, auch wenn ich das jetzt mal so machen muss. Das belebt's auch noch. So, Moment. Flumper, bevor du angreifst. Das koordinieren wir mal ganz schön. Du machst dann bitte... Na, mach Metallklaue, komm. Oder erstmal Rauchwolke, noch besser. Mach erstmal das. Kannst du das auch mal effektiver einsetzen? So, und du machst mal nochmal den Stock. Bitteschön. Macht echt mehr Damage. Das ist so ein, wieso kann so ein Stock überhaupt so viel Schaden machen? Machen das schon so einiges andere. Ach ja, das funktioniert ja bei Arbok nicht. Ah, die Expidermis, Leute. Die Expidermis. So muss sie sein. So, ich verbrauche mal die Eisendorn schnell. Du machst Metallklauer. Volltreffer sogar. Der ist. Du musst es jetzt sogar reichen. Ja. Sehr schön. Weg. Macht der Stock mehr Schaden? Kann das sein? So, einmal bitte angreifen. Jetzt muss ich mir gleich mal die anderen Items... Mann! Muss ich mir gleich mal die anderen Items angucken. Plopp. Oh. Wieso trifft hier niemand? Ich verstehe es nicht. So. Wir machen weiter. Ein paar Stücke habe ich noch. Bis ich zum Top-Elixier komme. Muss ich nutzen, Leute. Muss ich nutzen. Stille Orb. Was ist das denn? Vergiss mir die ganzen Orbs. Oh. Das ist nicht schlecht beim Gegner. So, Top-Elixier, ne? Nein! Der Dungeon mag mich nicht. Hab mich so drauf gefreut. Gibt es noch ein anderes hier? Es gibt noch ein DTM. Raub. Braucht keine Sau. Poke. Braucht keine Sau erstmal. Rihorn. Braucht keine Sau. Hornattacke, was nichts macht. Ah. Verarscht mich der Dungeon doch so hart. Das ist sehr lieb von ihm. Das ist das einzige Item, was hier nicht funktioniert auf der Ebene. Das einzige. Das wäre noch ein stiller Orb gewesen. Scheiß drauf. Wir gehen weiter. U73. Wir haben es ja auch bald geschafft. Hoffe ich mal. Ein bisschen Geld. Und wir kommen gut voran. Das ist immer gut. Das hasse ich trotzdem. Und so langsam habe ich wieder ein bisschen mehr Magen verbraucht. Quasi kostenlos, weil ich eben die Lebersamen nutzen möchte, mich wieder voll zu heilen. Sehr schön. Auch wenn ich hier ohne AP großartig hier durchgehe, was ich auch eigentlich noch nie gemacht habe bisher im Mystery Dungeon. Nein. Wurden jetzt alle Pokémon eingeloggt, die auf der Ebene sind? Ist gar nicht mehr so unpraktisch, wäre. Ja, toll. Ich habe noch 3 Stöcke, das ist gut. Dann machen wir erstmal so. So, und ich muss mir merken, dass wir diesen Mobilschal haben. Der ist sehr gut. Weil sich nochmal, wie glaube ich schon in den letzten Parts einmal da gewesen, die Situation, dass die Treppe 2 Felder von mir entfernt ist, aber uns eine Wand trennt. Dass ich doch mal schnell mit dem Mobilschall rüberlaufe. Weil das kostet nicht so viel vom Magen. Vergleichsweise, als würde ich einen riesen Umweg machen. Vor allem auch zeitlich her. Nein, Verwirrung. Nein. Ich aktiviere einfach mal alle Fallen, die es hier gibt. So. Lass mich hier einfach mal hier durch. Dankeschön. So, über 75 Ebenen haben wir jetzt hinter uns. Jetzt kommen die ganzen Viecher natürlich. So, und ich kann nochmal von hier aus einen Stock werfen. Den letzten, den ich noch habe. Und natürlich nicht treffen. Super. Da, so muss das sein. Kommt bitte keine Explosion jetzt. Sehr gut. So, einmal fixieren. Wir machen weiter mit Gyroprox. So, bitteschön. Macht leider nur 20 Schaden. Metallklaue reicht aus. Sehr schön. Das war so geplant. Und er wirft jetzt... Ja. Wow, süß. Das war ja viel. Mache ich um einiges mehr. Ja, super. Auch gut. Wir machen weiter. Wenn wir auch so auf der Ferne kämpfen möchten. Und wenn du das möchtest, kein Problem. Und natürlich treffe ich nicht mehr. So, wo muss ich hin? Da ist schon mal Geld. Das ist immer gut. Na, ich hab's gewusst. Komm bitte zur Treppe. Nein. Okay, aber die kommen nach unten. Das ist gut. Die folgen mir nach unten. Komm mal her. Das ist blöd, wenn ich jetzt alleine gegen kämpfen muss. Moment, wir machen das mal anders. Ich hau mal schnell ab und komme meinem Pokémon entgegen. Wobei. Ich habe keinen Stillort mehr, ne? Das ist eigentlich auch egal. Fnooper, hilf mir mal schnell. Wobei, Rihorn ist noch auf der Ebene, ne? Nee, hier gibt's mich nicht mehr. Sehr schön. Sehr gut. Dann kannst du das Donnerschlag einsetzen. Überraschung, Flugkiefer. So, mein Freund, jetzt hast du ein Problem. Gegen uns 2. Bam.
Mach's kaputt. Sehr schön. So, komm wieder her, Jungs. Wir sind wieder vereint. War schon mal sehr gut. So, jetzt geht das wieder los. Komm her, mein Freund. Bam. Wobei ich jetzt eigentlich schon den Part beenden könnte, theoretisch. Und wisst ihr was, das mache ich jetzt, glaube ich, auch. Das war's für heute. Im nächsten Part geht's dann weiter in der Ruine. Wir haben jetzt schon recht viele Ebenen geschafft heute mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts wir schon hier sind eigentlich. Ist mir aber auch egal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und schauen mal, wie weit wir kommen. Also, bis dann und auf Wiedersehen.